Hallo auf dem Airsoft-Sofa und willkommen zu diesem neuen Review. Heute stehen wir im Motto: Mut hat, wer Dünnpfiff hat und trotzdem furzt. Mal wieder was für Anfänger, und zwar die S&T M4KM und ob die Geschichte ins Klo gehört oder ob man sie wirklich verwenden kann, das klären wir nach dem Intro. Viel Spaß! Fangen wir immer mit dem Lieferumfang an. Geliefert wird euch das Ganze in einem schlichten braunen Pappkarton und einem kleinen Abbild von der Waffe. Wir haben mit dem Lieferumfang integriert mal einen Warnhinweis von Picardy und natürlich das Schussprotokoll, einmal eine Bedienungsanleitung von der S&T M4KM. Dann haben wir im Lieferumfang integriert einen Akku, 8,4 Volt, bitte nicht nehmen. Und das passende Ladegerät dazu ebenfalls würde ich euch nicht empfehlen. Wir betreiben die ganze mit 7,4 Volt, aber dazu später im Technikpart. Kommen wir nun zu den Details der Waffe. Die Waffe ist aus Kunststoff und Metall gefertigt, teils, teils. Wir haben das komplette Frontset aus Metall gefertigt, der Mündungsfeuerdämpfer, das Rail-System, die Rails und auch zahlreiche Pins und Schrauben sind aus Metall gefertigt. Und natürlich auch der Außenlauf. Das Hauptgehäuse, Upper und Lower Receiver, sind hier leider aus Kunststoff gefertigt, also relativ billigen Kunststoff. Also ich kann es ein bisschen winden im Test, konnte man es ein bisschen hin und her drehen, aber das ist minimales Spiel. Der Handgriff ist hier auch aus Kunststoff gefertigt, ist aber Standard. Das Magazin aus Stahlblech ist ein Highcap, wie gesagt. Tut auf Seitenzahl seinen Dienst. Was allerdings schade ist an der Waffe, ist, dass die Buffer Tube auch aus Kunststoff gefertigt ist. Wird zwar durch eine Metallschraube gehalten, ist aber auch aus Kunststoff. Das ist schade. Das tut auf jeden Fall der Stabilität einen Abbruch. Das ganz Dominante bei der Waffe ist natürlich das Schienensystem und der Mündungsfeuerdämpfer. Das Schienensystem ist, wie erwähnt, schon aus Metall gefertigt und in einem schönen Key-Mod-Style. Die drei Schienen sind im Lieferumfang dabei und können dementsprechend montiert werden. Der Mündungsfeuerdämpfer ist hier, wie gesagt, aus Metall gefertigt und sorgt für einen ordentlichen Klang beim Abfeuern der Waffe. Kommen wir nun zu den Sights von der Waffe. Es sind sowohl Kimme und Korn im Lieferumfang dabei. Wir haben diese leider aus Kunststoff gefertigt, die sich aber schön einklappen lassen. Sowohl das Frontset ist auch in der Höhe einstellbar und das Rearsight ist in der Höhe und in der Seite ebenfalls einklappbar und einstellbar. Was auch sehr schön ist, ist bei der Waffe für diesen Preis haben wir einen funktionierenden Bolt Catch. Durch Zurückziehen des Charging Handles bleibt das Hülsenauswurffenster offen und ich kann das Hop-Up, das wie hier zu sehen, durch ein kleines Schieberädchen bequem einzustellen. Kommen wir noch schnell zu den Markings. Und zwar haben wir vom Schützen auf der linken Seite einmal das S&T-Logo schön aufgebracht, dass sich das nicht so schnell abnutzt. Und weiter hinten noch natürlich das Auto, Safe und Semi, die Feuerwahlpositionen. Auf dem Schützen rechten Seite haben wir ebenfalls nochmal das Semi, Safe und Auto und weiter vorne am Magazinschaft natürlich das Picardy Kaliber 6 mm und das FM5-Eck. Darunter noch die Atypenbezeichnung, in dem Fall M4KM. So, werfen wir jetzt mal einen Blick ins Innere der Waffe.
Und allererstes, wir fangen mal an mit dem, was man als erstes rausbaut. Zum Beispiel, das ist der Motor. Der Motor ist auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, ein unteres Segment, sage ich jetzt mal, den würde ich auf jeden Fall tauschen. Beispielsweise gegen einen Aimtop F430. Link dazu in der Videobeschreibung. Dazu auch kommend der Lauf plus Hop-Up-Unit. Der Lauf ist bei dem Modell, was wir jetzt haben, zu kurz. Kann man auf jeden Fall noch ein Stück länger machen. Also ich denke mal so ca. 290 bis 300 mm geht auf jeden Fall in die Waffe rein. Viele haben es bestimmt schon bemerkt, die Hop-Up-Unit ist eine ältere, ist von den alten Tokio Maruis oder KWAs, glaube ich, übernommen. Vorteil ist halt einfach günstiger in der Herstellung. Was allerdings schöner ist, man hört schon, es ist anhand dieses Knackens sehr präzise einstellbar und verstellt sich nicht von alleine, wie es zum Beispiel die mit dem kleinen Rädchen an der Seite machen. Hier kann man natürlich auch noch Verbesserungen anbringen, wie zum Beispiel Hop-Up-Gummi und den Lauf natürlich wechseln. Ich würde hier für den kleinen Geldbeutel den PPS-Lauf empfehlen, beziehungsweise beim Hop-Up-Gummi kann man bei den Joule-Zahlen beruhigt noch den Tokio Marui Hop-Up-Gummi nehmen oder die neuen Marble Leaf Hop-Up-Gummis. Links zu den jeweiligen Teilen in der Videobeschreibung. Kommen wir nun zum haupttechnischen Teil, zur Gearbox. Die Gearbox habe ich jetzt hier noch in der Shell drin gelassen, also beziehungsweise in dem Lower Receiver drin gelassen, um euch zu zeigen, wie das mit den alten Hop-Ups war. Viele kennen es von euch bestimmt nur noch durch den ganz normales mit Rädchen in der einheitlichen, das ist zweigeteilt. Man muss, um die Gearbox rauszulösen, jeweils die beiden Schrauben lösen. Dann kann man das komplette Teil inklusive Gearbox aus dem Lower Receiver entfernen. Hier haben wir das Teil auf Seite legen. Und so, jetzt haben wir die Gearbox draußen. Ich habe schon mal ein bisschen vorgespult, weil ich kleinere Komplikationen hatte bei der Gearbox Shell. Die war hinten noch leicht verschraubt. Die Schraube habe ich gesehen. Den Zeitsprung verzeiht er mir. So, jetzt schrauben wir mal die Schrauben in Mindesteile raus. So, jetzt hat hinten aufpassen die Feder, was schon mal natürlich sehr schön ist, was auch nicht alltäglich ist. Man hat hier bereits ein Federschnellwechselsystem verbaut, wo man die Feder relativ einfach wechseln kann, relativ einfach tauschen kann. Gut, jetzt haben die Feder raus und jetzt müsste sie aufzuheben gehen. Jawohl, geht auch auf. So, nun haben wir sie da. Was uns auf jeden Fall als erstes auffällt, ist bei dem Preis, man hört es auch, eine Mikroswitch verbaut. Ist nicht alltäglich und bei dem Preis kann man echt nicht schimpfen in der Hinsicht. Die Gears, wie wir jetzt hier sehen, sind gefettet, könnten aber ja ruhig noch ein bisschen mehr vertragen. Ja, das zu den Gears. Jetzt nehmen wir uns mal die eigentliche Zylindereinheit, Tappet Blade, Standard Kunststoff, Nozzle natürlich ohne O-Ring, aber läuft sehr leichtgängig drauf, kann man eventuell dann auch noch tauschen, wenn man möchte. Die Zylindereinheit mit Piston und Pistonhead natürlich ventiliert, sehr gut ventiliert, finde ich, so ziemlich viele Löcher. Pisten natürlich komplett Kunststoffzähne, ist aber bei dem Preissegment kein Problem. Die Komprimierung sehe
sehe das schon, ist bescheiden. Da ist auf jeden Fall Aufholbedarf vonnöten, um das Ganze noch dichter zu kriegen, um vielleicht noch den einen oder anderen Joule rauszuholen. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber man sieht es jetzt hier auch zum Beispiel am Zylinderhead. Naja, der Autofokus will jetzt nicht. Der wackelt ziemlich im Zylinder hin und her. Da ein bisschen Teflonband rum und dann ist das auch gefixt. Gut, allem in allem können wir sagen, es ist auf jeden Fall qualitativ zu dem Preis gut. Das Ganze würde auf jeden Fall zeitlang ihren Dienst tun. Auch nicht schlecht tun, wie ich jetzt denke. Was man allerdings tauschen muss, was ich ans Herz lege, ist auf jeden Fall Pisten plus Pistenhead wechseln. Dann natürlich das Nozzle würde ich tauschen und erstmal den Zylinderhead nur abdichten. Würde ich auch erst einmal drinnen lassen. Bei den Joule-Zahlen von ca. 1,1 Joule kann man ruhig den Kunststoff drinnen lassen. Da sollte niemand was an Abbruch tun. Die Schimmung habe ich jetzt nicht geguckt, werde ich noch nachreichen. Habe ich allerdings beim Schusstest gemerkt, dass er ein bisschen laut ist. Da müsste man auf jeden Fall ein bisschen nachschimmen, denke ich. Aber das kann man auf jeden Fall noch machen. Gut, wie gesagt, das sind Verbesserungsvorschläge von meiner Seite her. Und ja, das war's aus der Technik-Ecke. Machen wir weiter mit dem Schusstest. Wir haben diese Waffe natürlich auch wieder getestet für euch. Haben sie auf einem Spieltag von uns dabei gehabt und dem anschließenden Präzisions- und dem Chronotest durchgeführt. Wir haben gekront mit Standard 0,20 Gramm Kugeln, Bio-Kugeln versteht sich, und geschossen haben wir das Ganze auf 30 Meter Indoor mit 0,25 Gramm Bio-Kugeln. Und was wir da für Ergebnisse erzielt haben bei der Waffe, das zeigen wir euch jetzt. Kommen wir noch schnell zum Fazit von dem guten Stück. Das Fazit von der Waffe fällt gut aus. Also wir haben bis auf die Verarbeitung vom Äußerlichen her, klar, okay, wir haben eine Low-Budget-Waffe, sage ich jetzt mal, im Kunststoffbereich. Wir haben die Internals natürlich verbesserungswürdig. Wir würden auf jeden Fall verbessern den Motor, den Pisten, Pistenhead, Zylinder und Zylinderhead wird man auf jeden Fall wechseln. Ansonsten würde ich alles so weit drinnen lassen. Sie würde dann auf jeden Fall ihren Dienst tun. Das stellt keine Frage dar. Der Mikroswitch, was von Haus aus schon verbaut ist, ist natürlich bei dem Preis gut gelöst, wenn ihr nennt, sozusagen spitze. Die Präzision natürlich ist auch verbesserungswürdig. Ein Tuninglaufen mit einem besseren Hop-Up-Gummi holt bestimmt noch ein paar Meter mehr raus aus der Waffe. Ansonsten, so im Stockzustand zum Beispiel, würde ich sie an Anfänger doch ans Herz legen, sage ich jetzt mal. Lediglich für den Anfang vielleicht nur den Motor tauschen, damit man die Kraft herbekommt. Betreiben, wie gesagt, mit 7,4 Volt Lipo-Akku, kein 11.1er. Da die Kabel doch relativ dünn sind und der 7,4 Volt Akku tut auf jeden Fall auch das, was er soll, und zwar die Waffe betreiben. Gut, wie gesagt, das war's von mir. Ich verabschiede mich an der Hinsicht, freuen uns bis zum nächsten Mal, und euer Hobby FV. Macht's gut.